war als erstes im Zimmer und die Leute sind dann nach der Reihe gekommen und wir haben uns gleich die Hand gegeben alle, haben uns ein bisschen austauscht, ja, woher kommst du, woher kommst du? Und da kommt man dann halt ziemlich schnell ins Gespräch, also Gesprächsstoff hat man eigentlich sofort. Ja, es war am Anfang ein bisschen eine gespannte Stimmung drinnen, weil alles neue Leute sind, was man nicht kennt. Aber es ist dann mit der Zeit, war das schon eine Gaude, haben wir schon eine Gaude gehabt. Ich würde sagen, Ganzkörpercheck, gibt es Stationen. Erste war, hast du deine Daten geholt, um zu schauen, ob du dich viel geändert hast. Zweite war Urintest. Dritte war Blutdruck und Impfung. Danach waren Fragen zu beantworten, ob du schon mal Verletzungen gehabt hast, ob du irgendeine Allergien hast. Dann bin ich weitergegangen, haben sie die untersucht. Augen, Ohren, Größe, Gewicht. Und am Schluss gibt es dann ein kleines Gespräch mit der Ärztin, was in unserem Fall, die dich eben nachher fragt, fühlst du dich fit, hast du irgendwelche Einschränkungen und solche Dinge. Danach war dann kurze Belehrung im Lehrsaal. Da ist es um Sachen wie Fahrtkosten und dergleichen gegangen. Dass man nämlich mit der Bundesheer-Vorteilskart und dem Wehrdienstausweis nämlich gratis in ganz Österreich fahren darf. Und so weiter, diese Sachen halt, Wohnkostenförderung und solche Sachen wurden auch besprochen. Das Besondere, muss ich sagen, war heute das Uniform ausfassen. Und da ist man dann halt schon gespannt, was dann einen erwartet, was man mit den ganzen Dingen macht. Der Herr Fitzel hat uns vorgelesen, was eben in dieser Ausrüstung drinnen sein muss. Und wir haben halt eben geschaut, dass das auch dabei ist. Und wenn einige Dinge gefehlt haben, dann wurden die ersetzt und so, damit wir eben alle eine vollständige Ausrüstung haben. Es schaut nicht schlecht aus, einfach wenn dann 10 Leute zum Beispiel eben in der gleichen Uniform nebeneinander gehen. Das gibt eigentlich ein gutes Bild und irgendwie das gibt einem auch ein bisschen Selbstvertrauen und alles. Und eben, ja, das ist ein super Gefühl. Es ist so, wenn du bei der Arbeit ein Mundur tragst, also ist es irgendwas Besonderes. Kommst, das tragt ja nicht jeder. Ich finde das super. Ja, ich muss sagen, ich habe viele Geschichten gehört im Vorfeld schon von Freunden. Viele wollten mir ein bisschen Angst machen natürlich. Ist klar, die wollen die ein bisschen einschüchtern, wollen die ein bisschen auf den Arm nehmen. Aber ich muss sagen, es ist ziemlich locker von der Hand gegangen. Also bis jetzt war es super. Ja, am Anfang war es halt ein bisschen stressig, weil wir uns einfach überhaupt nicht ausgekannt haben, wo was ist und so. Doch dann haben eben uns die Unteroffiziere eben in der Kaserne herumgeführt und uns alles gezeigt, wo wir hingehen sollen, wenn wir das und das brauchen. Und jetzt kennen wir uns schon ein bisschen aus. Und jetzt ist auch die Nervosität die erste irgendwie verflogen. Und jetzt ist es einfach, wird es langsam schon zum normalen Alltag.